Alexa, begrüße den König. Besteigt euren rechtmäßigen Ton unter Einstellungen, damit ich euch Alexa, jedes Mal halt beim. die Schnauze. Okay, bis bald. Sieh dir, Servus. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hübi packt einfach irgendwas aus. Product Placement. Es ist soweit. Nein, ganz kurz zusammengefasst. Get Digital hat mich angeschrieben und gesagt: Hallo, wir verkaufen lustige bunte Lootboxen. Hättest du, Hübi, nicht Bock, eine auszupacken und uns zu verlinken, ne? Und das war eine ganz, ganz nette Dame, die mir ja geschrieben hat. Hättest du, Hübi, nicht Bock, eine auszupacken? Dann habe ich gesagt: Alles klar. Wenn ihr mit mir kooperieren wollt, ich meine, schaut mich an, wer tut sowas freiwillig? Da bin ich immer offen. Ja, jetzt fallen hier gerade Türen zu, weil es hier durch die Wohnung stürmt. Die packen wir heute aus. Falls ihr auch so eine wollt, erster Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Let's go. Okay, es war jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber ein paar kurze Randinfos. Also das ist einfach eine Lootbox. Ich denke, das Prinzip kennt man. Die kommen einmal im Monat und da sind ganz, ganz viele lustige Nerd-Sachen und so weiter drin. Die lieben Dudes von Get Digital sagen, hier geht es aber nicht nur um Gaming und Filme, es geht allgemein um Wissenschaft, um Science, um Natur und Technik. Und da dachte ich mir so, hey, warum nicht? Das trifft doch eigentlich genau meine Zielgruppe. Ich habe ja, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal so eine Lootbox ausgepackt, aber von jemand anderem. Und wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, sowas mal zu machen, das gibt doch ein super Video ab. Schauen wir einfach gemeinsam rein. Okay, also ganz viel Wissenschaft und sonstiges Zeug. Noch kurze Info: Ihr müsst eure Körpergröße und eure Schuhgröße angeben, weil es ist immer ein Shirt drin und manchmal auch Socken und so ein Scheiß. Vielleicht packen sie auch irgendwann mal die neuen Adidas Yeezys rein. Ich würde sagen, wir starten einfach und zwar hiermit: Story Cubes. Make your very own Batman Story. Ich bin Batman. Okay, was ist das? Auf diesen Würfeln ist ganz viel Stuff drauf. Warte, ich zeig euch das mal. So sieht das aus. Na, da sind irgendwie so ganz viele unterschiedliche Symbole drauf. Und ohne jetzt zu tief in diese Materie einsteigen zu wollen, denke ich, dass man hier quasi würfelt. Man würfelt hier Bösewichte, was man tut, was passiert und so weiter. Ich werde mich mal schlau machen. Okay, vielleicht geht ihr mit eurer Lootbox ein bisschen besser um. Scheiße, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh, Scheiße. Okay, das ist doch nicht so einfach wie gedacht. Ich muss mir eine Geschichte ausdenken aus den Symbolen, die hier sind. Aber natürlich packe ich die ganzen Batman-Würfel in die passend dafür angefertigte Batman-Würfel-Box. So, mehr Zeug. Nehmen wir das hier. Die Get Digital Felix Felicis Harry Potter. Yes! Yes! Das ist der Trank aus Teil 6, der einem unendlich viel Glück bringt. Den Harry Potter bei Slughorn im Unterricht gewinnt. Und dann nutzt, um an Slughorns Erinnerungen zu kommen. Spoiler. Und das ist. Oha! Oh mein Gott, das kann ich halt echt gebrauchen, weil meine Küche ist übelst mies ausgerüstet. Da ist ein Korken dabei. Und eine passende leere Flasche, die mir natürlich verkorkt, ne? In die dann so Öl, Essig oder sonstige Flüssigkeit reinkommt, die man halt so in der Küche braucht. Alter, wie krass! Absolut feierbar. Nächster Stuff. Was nicht so spektakulär ist. Ein Schlüsselanhänger aus Stranger Things. So, machen wir weiter und zwar hiermit. Boah, ich hätte mir das mit diesen Close-Ups überlegen sollen, da muss ich die ganze Zeit aufstehen. Wir haben hier eine Doctor Strange Actionfigur. Mega cool. Ich habe hier vorne an meinem Fernseher sowieso schon eine Actionfigur stehen. Ich denke, da wird der auch richtig gut daneben aussehen. Obwohl ich ehrlich zugeben muss, Dr. Strange ist von den Avengers, wenn er einer von den Avengers ist, ich meine, im letzten Film ist das, jetzt so der, den ich am unspektakulärsten finde. So ein Iron Man, das wäre halt richtig krass. Aber in Ordnung, der ist auf jeden Fall nicht uncool. Next Stuff, das T-Shirt kommt zum Schluss. Ich will auch gar nicht wissen, was draufsteht. Hier ist noch, ich glaube, Werbung. Oh! Da blitzt mir Star Wars entgegen. Das ist doch eine schöne Sache. Oh mein Gott! Das ist so ein Wimmelbild!
Oha, wie geil ist das? Das ist der beste Zeitvertreib für lange Reisen und so weiter ever. Ich zeig euch das. So sieht das Cover aus. Ja, richtig schön, hier glänzen und so weiter. Und ihr kennt das mit Sicherheit, das sind so Wimmelbildchen. Und zwar ist quasi auf jeder Seite hier so ein übelstes Wimmelbild mit so ganz vielen Figuren, die halt in so einem Place sind. Diese Charaktere, die hier oben sind, muss man quasi in diesem Wimmelbild finden. Und das ist halt übelst liebevoll gezeichnet. Und es gibt halt einfach übelst viele davon, ne? Also, was haben wir hier? Das ist der, genau, das ist die Rebellenbasis. Und das auch noch von Star Wars. Hammer. Das freut mich halt echt. Das finde ich richtig geil. So, was haben wir hier noch? Oh lol, hier ist eine Tüte. Ist das eine Kette? Wir packen das mal aus. Oh! Alter, voll geil in die Kiste getroffen. Ich habe keinen Plan, was das ist. Ich habe einfach Bonbons. Ich glaube, das sind einfach Bonbons. Passierschein. Oh, ich muss wieder aufstehen. Scheiße. So, wir haben hier einmal Passierschein A83. Ja, wahrscheinlich A83, oder? Nicht A38. Aus Asterix und Obelix, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Mega gut, schaut euch an, auch hier richtig hochwertig gedruckt. Und wir haben einen Informatikerwitz. Ihr müsst wissen, ich hasse Informatikerwitze. Frontend alles schön, Backend alles hässlich. Na, an alle Website-Entwickler da draußen, ihr wisst Bescheid. Ah, aber kann ich relaten, alles gut. So, einen Zettel haben wir hier noch. Oh, wir haben sogar noch zwei Sachen. Holy shit, was ist hier alles an Papierkram drin? Traumwächter, das scheint irgendeine Kurzgeschichte. Okay, Moment mal, es scheint eine Kurzgeschichte zu sein. Und zwar von Kim Prayer oder so. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Werbeflyer. Yes! Das ist sogar ein Bild von Ocarina of Time. Haha, geiler Scheiß. Ja, das ist halt so ein Werbeflyer, ne? Was da alles drin ist. Aus welchen Games da überall. Ah, nein! Alter, ich bin so dumm. Hier steht die ganze Beschreibung, was das Zeug ist. Das meiste haben wir erkannt. Wir haben die Actionfigur von Dr. Strange, die ist 12 Euro wert. Wir haben diese Flasche, die immer noch mein persönliches absolutes Highlight ist. Die ist 13 Euro wert. Dann haben wir das Wo ist der Wookiee-Buch für 11 Euro. Das Shirt kommt noch, guys. Dann haben wir diese Sticker, das Spiel, genau, die Ding. Genau, diese Bonbons, das sind Karamellbonbons. Passierschein A38 aus Asterix und Obelix. So, und die Loot-Geschichte, das ist diese Kurzgeschichte. Da ist wohl in jeder Box eine Kurzgeschichte drin. Oh, what? Oh, scheiße. Leute, sie snacken mich. Man kann sich ein Upgrade kaufen. Upgrade deine Lootbox. Enthält 1 bis 2 zusätzliche Artikel. Und die nächste Lootbox enthält das Thema The Legend of Zelda. Das wussten sie und deswegen haben sie es mir geschickt. Sie wollen die Nintendo-Fans locken. Aber ist in Ordnung. Ach, scheiße. Liebe Ann-Kathrin, falls du das siehst, ich werfe noch ein Product Placement offen. Okay, aber kommen wir doch zum T-Shirt, Guys. Das T-Shirt habe ich, glaube ich, in Größe L bestellt. Ne, XL habe ich sogar bestellt, ne? Oversize ist der Shit. Und zwar, ihr seht das erstes. Huah. Oh, shit. Jetzt. Sieht's gut aus? Ich sehe es nicht. Jetzt schaue ich es mir selber an. Oh, ist das. Stopp. Ich habe ja hier eine Beschreibung der Lootbox, was drin ist. Ah, das ist aus Stranger Things, natürlich. Aber das kann im Dunkeln leuchten. Da seht ihr es. Das Design kennen wir. Und so sieht's bei Nacht aus. Oh, das ist verrückt. Da muss ich wohl doch noch zum Stranger Things Fan werden. Aber cool. Ja, Qualität gefällt mir auch. Ist so ein Stretch-Stoff. Finde ich schön. Also fühlt sich nicht so billig an. Riecht auch nicht sonderlich chemisch, so wie halt ein neues T-Shirt riecht. Und der Druck wirkt auch sehr hochwertig. Ah, und das sieht man auch schon. Ja, da, wenn man da genau drüber fährt, sieht man, was leuchten wird. Also da ist quasi in dieser Leuchtfarbe auf das Logo noch ein anderes Logo gemacht. Und das leuchtet dann im Dunkeln. Richtig cool. So, ich habe noch nie ein T-Shirt gesehen, was quasi im Dunkeln in einem anderen Motiv leuchtet. Und ich schwitze wie ein Hund. Okay, aber das soll es gewesen sein. Oh Mann, das macht so Spaß. Ich liebe es, Boxen auszupacken. Das ist jedes Mal wie Weihnachten. Es ist turbo heiß. Ich schwitze so asozial. Ich meine, ich sitze hier auch in einem Bademantel. Aber ich habe extra den Bademantel im Tintenstoff genommen. Leute, ihr wisst Bescheid. Sehr cool. Ne, wie gesagt, beim Product Placement, ich habe das geschickt bekommen. Die nächste Box ist in The Legend of Zelda Stil. Also solltet ihr Nintendo-Fans sein, dann grabt euch die über den Link in der Beschreibung. Da kommt ihr auf die Seite und könnt euch mal genauer angucken, um was es da geht. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Gönnt euch eine kühle Spezi. Und denkt dran, in einer Woche, am 2. August um 18 Uhr, kommt meine neue Single Spezi raus. Und die wird alles abreißen. Ich bin mehr als überzeugt. Das ist das beste Video, was ich je gemacht habe.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alexa, begrüße den König. Das ist auch eine Verabschiedungsrede. Besteigt euren rechtmäßigen Ton unter Einstellungen. Alexa, danke ich euch jedes Mal. Halt die Schnauze. Och, schade. Bis bald.